Tja, Leute, die Kandidaten sind angekommen, haben die erste richtige Partynacht hinter sich gebracht, sind komplett erschöpft und wir dürfen nun sehen, wie es weitergeht. In der zweiten Folge von Island. Woo! Ja, was in der letzten Folge passiert ist, haben wir eigentlich, glaube ich, schon grob jetzt geklärt. Das Problem irgendwie ist, ich kann mich nur noch an zwei von den vier Paaren erinnern. Die anderen habe ich schon in meinem Kopf direkt gelöscht. Aber es ist auch richtig gut, was bedeutet, wir können jede Folge aufs Neue kennenlernen. Und das ist ja auch irgendwie Abwechslung. Irgendwie. Apropos natürlich Folge, wer sich den ganzen Spaß komplett reinziehen will, kann es gerne machen. Auf RTL Plus, den Link findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Ansonsten könnt ihr auch gerne diesen wundervollen Kanal abonnieren. Wir haben gemeinsam Spaß und sehen nun mal, wie es weiterging nach der ersten Nacht. Ohne Tamar an meiner Seite aufzuwachen, da merkt man schon, dass einem was fehlt. Und das macht sie am ersten Morgen direkt schon ein bisschen fertig. Und da frage ich mich immer, wie überleben diese Leute eigentlich getrennte Urlaube? Müssen sie immer mit ihrem Partner dann Urlaub machen? Können sie nie getrennt sein? Verletzt es sie zu sehr? Schwierig. Und dementsprechend schwierig. Wir haben so eine krasse Bindung zueinander. Ich habe einfach den Partner gefunden, mit dem ich mein Leben verbringen will. Oh, richtig schön. Und das hat sie schon nach einem Tag herausgefunden. Die kann also auch schon direkt das Experiment abbrechen. Puh, das ging auch diesmal richtig schnell, ne? Das ist schon ein bisschen kitschig, aber ich mag's. Mir fehlt schon, dass Josh mir nicht guten Morgen sagen konnte, dass er mich nicht morgens im Arm gehabt hat, als ich aufgewacht bin, dass wir nicht zusammen frühstücken konnten. Da denkt man dann schon, hey, wie cool wäre eigentlich dieses ganze Erlebnis jetzt hier, wenn mein Freund an meiner Seite wäre. Naja, gar nicht cool, weil das ganze Erlebnis ist ja schon, dass er halt nicht da ist. Das ist ja der Sinn davon. Aber Nasrin, kurze Frage. Da ja dein Freund spontan aus deiner Wohnung ausgezogen ist, in eine andere Stadt zu Freunden, um dort zu chillen, hast du das dann nicht alltäglich, dass er halt nicht neben dir aufwacht und nicht mit dir frühstückt? Also für dich ist doch einfach Status quo, oder? Oh. Naja, und während die Frauen natürlich ihre Männer so richtig, richtig doll vermissen, haben die Männer es ähnlich. Wie im Urlaub. Ich bin im Paradies gerade. Alle Frauen so, oh mein Gott, ich vermisse meinen Partner so. Oh mein Gott, ich liebe ihn so sehr, ich muss neben ihm aufwachen. Josh so, also ich bin im Paradies. Wärst du meine Freundin? Vergessen. Ja gut, das ist halt immer unterschiedlich, ne? Der Junge ist ja richtig auf den Kopf gefallen, Alter. Ich brauche Musik gerade. Aber so entspannte. Soll ich jodeln? Jodel mal. Ich kann, komm, warte, du jodelst und ich sing Opern. Alles klar, und das ist anscheinend noch ein bisschen deren Freizeitbeschäftigung. Das wirkt ein bisschen für mich so auf kleine fünfjährige Kinder, die sagen, Mama, guck mal, wir haben uns was richtig Cooles ausgedacht und dann ist es das. Ja gut. Das kannst du niemandem zeigen, der mich kennt. Meinst du, jetzt mal ernsthaft, dass bei den Typen, also bei euren Boys, Girls schlafen im Bett? Also ich kann dir nur von meinem Freund berichten und bei ihm wird es nicht passieren. Das Vertrauen zu Josh ist da. Ja, deswegen sind wir nämlich auch bei Temptation Island, weil das Vertrauen da ist. Und wir als Zuschauer wissen jetzt schon, bei Josh geht es im schnellsten kaputt. Also der andere, Mo, der ist auch hart an der Grenze, wo es um Platz 1 schnell kaputt gehen könnte. Aber Josh, der lässt es, glaube ich, als erstes zu. Ich glaube, bei uns allen abgesteckt, dass es nicht möglich ist. Aber ich glaube, es wird passieren. Es wird passieren. Und wenn der liebe Gott es will, dann wird es bei mir passieren. Wenn er es nicht will, dann wird es bei jemand anderem passieren. Und warum gibt es jetzt den lieben Gott die Schuld? Also, wenn jetzt irgendwo ein Blitz einschlägt, kann man sagen, boah, der liebe Gott hat es gewollt. Ist ja auch schon Quatsch, aber kann man sagen von mir aus. Aber zu sagen, oh, ob mein Partner mir fremd geht oder nicht, naja, ob der liebe Gott das... Hallo, dein Partner entscheidet das, der ist dann schuld. Nasrin. Ernsthaft? Gut, es gibt allerdings bei Temptation Island auch immer ein paar Dates, wo sich die Kandidaten dann mit den Verführerinnen ein bisschen näher kommen können. Und diesmal haben wir ein Gruppendate. Heute dürft ihr mit Lali, Sandra, Anastasia und Victoria auf ein sonniges Baby-Kuh-Date. Ah, wie peinlich, oh mein Gott. Und da dachte man so, scheiße, ich habe gedacht, das habe ich in der Schule hinter mir gelassen. Nein, irgendwo musst du mal wieder vorlesen und dann... Passiert sowas? Na gut, das war jetzt auch kein Schenkelspreizer, ne? Das sind Bilder, die werden für immer im Fernsehen bleiben. Wird hier alles dran gesetzt, jetzt von eurer Seite irgendwie uns aufzureißen oder mit unseren Partnerinnen auseinanderzubringen? Wie ist so euer Vibe?
Wir bringen euch ja nicht auseinander, das macht ihr selber mit euren Taten, wenn da. Das stimmt absolut. Auch diese Nachfrage, werdet ihr alles daran setzen, uns mit unseren Partnern auseinanderzubringen? Also ist das jetzt, dass ihr ein bisschen Sorge dafür hat, oder wollt ihr ja schon mal wissen, wie weit die Frauen gehen werden, dass ihr da richtig loslegen kann? Man weiß es nicht. Ja, muss man halt echt sehen, ne? Was so die ganzen Tage noch bringen. Am Anfang ist immer noch mal anders. Wird zum Schluss vielleicht sich noch ändern. Ne? Schauen wir mal. Was ist das denn auch für eine Haltung, mal ganz kurz? Also wenn ich da reingehe und denke, ich bleibe meiner Partnerin treu, dann denke ich das auch in 2 Wochen noch. Also man weiß nie, wie sich das entwickelt, aber diesen Treugedanken, das ist ja nicht etwas, was sich einfach aus einem raus entwickelt plötzlich, wenn alles fein ist. Da sind die aber auch schon wieder unsicher. Ja, man weiß nie, was passiert. Da steckst du nicht drin. Glaubt ihr, dass ihr der Versuchung widerstehen könnt? Es muss natürlich auch noch ein kleines funky Spiel gespielt werden. Die Fragen waren jetzt nicht allzu juicy, allerdings das war okay spannend. Ich habe noch nie mit mehreren Personen an einem Tag geschlafen. Ey, lügt ihr alle? Schon. Also, 1, 2, 3, 4. Und Josh hat dann heimlich getrunken, was dann irgendwie niemand kommentiert dazu wirklich. Aber Josh weiß anscheinend, wie es abgeht. Und ich habe mich ganz kurz gefragt, ob Mo hätte vielleicht auch trinken müssen, weil er vielleicht am gleichen Tag mit seiner Freundin und mit der Verführerin vor langer Zeit mal geschlafen hätte. Hätte ja sein können, aber hat er nicht. Naja, und zurück in der Villa. Direkt wieder Party, Leute. Oder nicht? Ja, heute ist Trauermodus. Ich gebe natürlich kein Gas und ich gehe jetzt gleich schlafen. Spaß, wir gehen ab, Alter. Party! Warum sieht Josh, als er so brüllt, gar nicht begeistert aus? Hawaii-Party! Ja, fertig. Okay, tschüss. Also, sein Gesicht hat jetzt irgendwie keine Freude ausgestrahlt. Chicken McNuggets, Alter. Let's go, ne? Ich denke, Nasrin wird überrascht sein. Ich meine, es ist Tag 2 und es gibt kein Mädchen, das er nicht angetanzt hat, nicht angesprochen hat oder nicht angeflirtet hat. Wow, und er hat auch 3 Frauen direkt wirklich überall, wo er sie haben kann und ist richtig am Rumdancen. Josh geht also auch direkt viel zu weit. Auch nicht so geil. Also ich glaube, Nasrin wird es auch nicht so begeistert sehen. Geht's noch? Also das ist wirklich krass. Er ist sehr touchy. Hä? Der musste der Frau da jetzt an den Hintern fassen. Da war nämlich kein Geländer. Oh, das hat auch Temptation einen der absichtlich gemacht. Es ging nicht anders. Also das wissen doch jetzt alle, oder? Upsi. Aha. Und jetzt geht's gut. Nein, hab ich nicht. Ja, und da musste er die Frau irgendwie an die Brüste packen, weil irgendwo muss er sich doch festhalten, wenn er sie alle gleichzeitig umarmt. Also ich glaube, die wollen den Josh jetzt auch ein bisschen negativ darstellen hier, oder? Ja. Aber mal ehrlich, also der hat wirklich ja, ist überall dran, gleichzeitig, ja, für ihn ist das Paradies. Nasrin wird das, glaube ich, nicht so sehr feiern. Die wird so heulen jetzt. Die wird so heulen. Scheiße, Mann. Und wir wollen natürlich aber auch diese Staffel mal wieder ein bisschen die Verführerinnen und Verführer kennenlernen. Und es gibt zum Glück auch wieder die Vorstellung von denen. Indem ich einfach nur einen verführerischen Blick aufsetze, kommen die Männer von alleine schon. Ich hoffe, das war jetzt aber nicht ihr verführerischer Blick, weil der sah eher aus, als ob sie gleich einschlafen würde. Hot! Oh, das finde ich heiß. Aber man merkt schon den Unterschied von gestern zu heute, ja, oder? Findest du? Bei dir extrem. Vor allen Dingen. Ja, bei dir extrem, ja. Ja, aber dann bin ich glücklich. Ja, ist schön. Nee, ich habe auch richtig. Nee, ich habe auch schon gesagt, gestern, ich brauche immer so ein bisschen, bis ich ankomme. Und jetzt gehen die Frauen also auch richtig ab. Also, das ist schon Unterschied Tag und Nacht zu gestern und das ist richtige fette Party bei denen. Sie stehen im Kreis und reden alle miteinander und trinken was. Unterschied zwischen Männern und Frauen, sage ich mal wieder. Aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, es wird schon erwartet. Man erwartet bei den Männern schon, dass die komplett durchdrehen. Und man erwartet bei den Frauen, dass sie sich halt wie normale Menschen verhalten. Und die drücken sich, glaube ich, auch selber ein bisschen mal in die Rollen rein. Ne? Also ich meine, bei den Frauen ist es voll okay, dass sie normal sind. Aber bei den Männern, ja, man erwartet das Übertriebene schon. Ich will alles in den Mund stecken und einfach mit allem rumspielen. Ich meine, was ist das für eine Party bei denen? Die spielen jetzt Piñata. Also es ist wirklich Kindergeburtstag gerade. Wir haben so Blicke ausgetauscht, der Josh und ich. Und die Blicke waren natürlich auch ein bisschen intensiver, als man das so, als das Freunde normalerweise tun. Die Freunde gucken sich nicht so an. Mm-mm. Bei dem Josh muss man wirklich nichts tun. Er ist dann direkt zu mir gekommen,
weil wir so ein bisschen Blicke ausgetauscht haben, aber ich habe ihn ja nicht drauf angesprochen. Und irgendwie wirkt diese Verführerin so, wie wir uns eine Verführerin wünschen. Die ist so richtig Blickkontakt, sie ist so ein bisschen mit jemandem spielen, Josh scheint schon bald drauf anzuspringen und gleichzeitig so, ich habe nichts gemacht und der springt schon drauf an. Wow! Also ich glaube nicht, dass sie begeistert ist. Ja, meine Begeisterung hat sich in Grenzen gehalten. Ich schätze dich krass, weil ich wirklich krasse Gespräche mit dir habe. Ja, es werden die krassen Gespräche sein, warum Josh sie so schätzt. Genau. Ganz bestimmt nicht. Mädels, hört ihr mich? Ja. Lasst mich einmal kurz mit Ding alleine. Geh hoch. Nein, weil ich bin kurz davor. Ich werde den jetzt knacken, Leute. Und wenn ihr alle kurz verschwindet und zufällig alle weg sind, wir zufällig voll alleine sind, klappt das bestimmt. Ja, und das könnte, glaube ich, auch klappen. Ich glaube, das könnte einfach reichen bei Josh. Und komplett unerwartet werden in der anderen Villa noch mehr Gespräche geführt. Die Frauen werden ein bisschen ausgequetscht. Wäre für dich so, wenn irgendwas Einmaliges wäre, wo der irgendwas. Doch, wäre auch schlimm. Wäre auch schlimm. Also für dich so, sagst du, dass die Beziehung vorbei wäre? Ja, 100%. Die Beziehung wäre vorbei. Das heißt, weil dann hätte er auch einfach den Test nicht bestanden. Schatz, der hat den Test doch schon nicht bestanden. Der hat dich doch schon vor der Sendung betrogen. Und du weißt es sogar. Du hast ihn nur einreden lassen, dass es nicht so ist, weil warum auch immer. Ha. Also, Ich würde schon sagen, unsere Beziehung ist schon nah an perfekt. Das klingt immer unrealistisch, aber es ist halt nichts. Wirklich so. Ich meine, immer kleine Macken hat jeder. Ja. Aber ich bin wirklich super zufrieden. Und wenn du so super zufrieden bist, warum setzt du das dann aufs Spiel? Also, selbst wenn du super zufrieden bist, muss man doch auch schon als Zuschauer wissen, Temptation Island schneidet manchmal schon arg mies und es bringt schon arg Zweifel rein, wo eigentlich vorher keine waren. Und es macht schon sehr viel kaputt. Warum riskiert man das bei einer fast perfekten Beziehung? Weiß ich nicht, würde ich in Frage stellen. Was ändern könntest, was wäre das so? Mein Freund ist nicht so ganz empathiefähig. So. Also er ist eher so der Härtere. Und deswegen fehlt natürlich manchmal auch so dieses Verständnis dafür, wenn ich weine. Moment. Sie sagt, sie führt eine fast perfekte Beziehung. Und ihr Freund beherrscht nicht mal die Fähigkeit der Empathie, eine Grundfähigkeit. Gerade in einer Beziehung, wenn man mit dem anderen Menschen interagieren muss und ihn verstehen will. Okay, da ist aber die Bar sehr low, dass es eine fast perfekte Beziehung ist. Ich dachte jetzt auch, ich könnte stolzer sein. Nerv, Mädels. Ich hab euch lieb. Jetzt wäre ich euch auch. Ich glaube auch, dass ich nicht so gut alleine schlafen kann. Deswegen habe ich mir auch überlegt, oder haben wir uns überlegt, dass wir dann auch zu dritt uns ins Bett legen. Oh, und das wirkt aber auch so ein bisschen wie, ich will und kann nicht so richtig alleine sein. Was vielleicht bei ihr auch ein Grund dafür ist, dass sie ihren Typen noch nicht in den Wind geschossen hat, weil sie dann ja ohne ihn wäre. Und bedingt sich so, besser Fremdgeh-Typ als alleine sein. White guess, aber. Wie lame ist das denn? Es geht gar nicht, voll der Red Flag. Oder das fuckt mich schon nochmal ab. Was? Was fuckt mich ab? Weil sie das sieht mit Nastasia. Warum? Ja, das wird sie schon aufregen, ne? Ja, aber wenn sie vertraut, dann nein. Das hat aber trotzdem nicht was Vertrauen zu tun. Das wird mich schon abfucken, wenn sie schon mit jemandem da geschlafen hat. Das wird mich todes abfucken. Ich hoffe, dass sie mir einfach zu 100% vertraut. Das Traurige ist, das tut sie. Was noch trauriger ist, das sollte sie nicht. Und vor allem, er macht sich zum Glück jetzt Sorgen. Oh nein, ich hoffe, sie sieht es nicht mit der Anastasia, die ich schon kenne. Ja, und er hat vergessen, dass es nicht rauskommen sollte, dass er sie schon betrogen hat mit ihr. Ja, aber bei Frauen ist es anders, Alter. Die haben da schon safe drinnen geschlafen. Woher willst du das wissen? Kennst du unsere Männer? Nee, kenn ich nicht. Auch nicht. Da wird safe mehr sein als hier, 100%. Die Mädels sind jetzt natürlich noch der festen Überzeugung, dass die Beziehung hält, ne? Aber wir werden dann natürlich sehen, was da noch kommt. Definitiv. Vor allem, ich finde, irgendwie wirkt Nasrin, also entweder ist es gespielt oder sie wirkt einfach komplett naiv, so, hä, du kennst doch unsere Männer noch nicht. Das sind voll die Leute, denen man vertrauen kann. Also mein Partner, der ist in meiner Wohnung gewesen, ist dann ausgezogen, spontan, ohne mir was zu sagen, zu seinen Freunden in, keine Ahnung, 100 Kilometer entfernte Stadt und lebt da seit ein paar Monaten, kamen die wieder zurück. Das ist Liebe. Das verstehst du nicht. Ungefähr so. Gott, Kinder! Magst du das? Nicht zu viele Bilder liefen. Ich mach gar nichts. Ich hab dich nur eingecremt. Ihr seht dann, ich bin immer mit derselben und so, weißt du? Ja, und Josh weiß, was du dann machen kannst. Sie einfach mal wegschicken und sagen, hey, bitte übertreib's nicht so sehr. Oder du kannst mit der gleichen immer abhängen. Aber übertreibt es einfach selber nicht, das geht auch. Aber nein, er hat jetzt Angst, dass die Verführerin zu viele Bilder liefert. Er macht da gar nichts. Ich sag jetzt mal eins, das Problem war sicher nicht ich. Ich glaube, wäre ich seine Freundin, wäre mir das ehrlich gesagt schon viel zu viel. Ich hätte gesagt, okay, geh. Oh, das ist gut. Ich habe bei dieser Verführerin ein so gutes Gefühl, dass sie Josh rumkriegt und am Ende in die Kamera sagt,
Alter, ich habe ihn rumgekriegt. Was ein Idiot. Oh, das wäre so gut. Das ist so ein Laura-Verschnitt. Ich habe die Hoffnung, ich drücke die Daumen. Das wäre so gut. Habt ihr Lust? Also manchmal denke ich mir schon, was wäre wenn? In der Zeit dachte ich mir halt, okay, also ich wusste nicht, dass sie noch zusammen sind und wir sind uns näher gekommen. Ja, und was bedeutet jetzt näher gekommen? Habt ihr nur miteinander rumgemacht, habt ihr wirklich miteinander gevögelt? Hat er aber auch interessant, dass er die Freundin verschwiegen hat und sie dann losgelegt hat, aber sie plaudert. Dann hat er mir das halt erzählt, dass er noch in der Beziehung ist und ja, was soll ich machen? Dann sind wir wieder getrennte Wege gegangen. Sie klingt doch irgendwie so ein bisschen wehleidig. Also ich habe irgendwie das Gefühl, wenn jetzt seine Beziehung auseinanderbricht, kann er sofort mit der Verführerin durchbrennen, weil sie es auch schade findet. Na gut, Leute, wir kennen das jetzt aber alle. Wir haben genug Party, wir haben ein paar Gespräche, wir brauchen auch ein bisschen Entspannung. Und wer kann besser Entspannung als irgendein Yoga-Typ? Und einfach darauf achten, dass sie nichts forst, selbst den Atem nicht kontrollieren. Einfach ganz, ganz, ganz entspannt. Technik denkt sich auch jedes Mal so, ne? Boah, oh mein Gott, die entspannen jetzt gerade. Nein, da grätschen wir rein. Ja, das kam jetzt unerwartet. Nicht ganz, also die Spannung war da. Der Sound ist auch da, aber was passiert nun? Liebe Frauen, eure Männer haben sich mit ihren Verführerinnen sehr gut eingelebt. Wie das Ganze aussieht, zeige ich euch heute Abend beim ersten Lagerfeuer. Und was könnte man erfahren? Die eine Person hat schon eine Ex dort, mit der er rumgevögelt hat. Dazu ist alles rausgekommen. Die andere Person hat schon alle Frauen begrapscht. Und zwei weitere Kandidaten sind da. Hui. Oh, da geht's aber ab, glaube ich, bei denen gerade. Liebe Männer, eure Frauen haben mit ihren Verführern ziemlich viel Spaß. Deshalb wird es Zeit, euch die ersten Bilder zu zeigen. Wir sehen uns heute Abend beim ersten Lagerfeuer. Hatten die wirklich viel Spaß? Also das Krasseste, was war, war, dass die am ersten Abend zusammen im Whirlpool saßen und geredet haben. Nein, Schrock! Also, ich sehe jetzt noch nicht, warum die Männer irgendwie ein Lagerfeuer bekommen sollten. Du bist ja komplett ruhig. Ich glaube, er muss so mit seinen Emotionen kurz. Ja, ich habe auch Schiss vor den Bildern, die sie kriegt, so. Du hast ja nichts gemacht, Mann. Ja, nee, aber so, trotzdem, du weißt ja, wie es ist. Er kann gut Bälle einfangen, auf jeden Fall. Und ich fand irgendwie gerade Moos Gesicht war so, wie ich weiß, wie es ist. Wie ist es denn hier? Die werden verarscht. Es werden Bilder gezeigt. Also es wirkte eine Sekunde, als ob so eine Erkenntnis kam. Oh, stimmt, das ist nicht gut. Wow. Stellt euch mal vor, da ist wirklich eine dabei, die früher schon mal was mit irgendjemandem von unseren Partnern gehabt hat. Ne? Boah, das wäre hart. Boah, das wäre richtig hart. Und das ist irgendwie kein Gedanke, der mir je kommen würde. Also wenn ich zur Sendung gehen würde, wenn nicht, wenn ich wirklich nur ansatzweise daran denken, weil der Zufall zu krass wäre, dass dein Ex-Partner dabei war oder irgendeine Ex-Affäre. Aber da erwarten die das sogar schon. Also wirklich, wie klein ist die Welt? Es ist einfach wahr geworden. Nein. Doch, da ist eine Ex-Affäre dabei und sie hat sich auch sofort erkannt. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, aber wurde nicht in der ersten Folge gesagt, dass sie sich nicht kennen, dass sie davon nichts weiß und dass sie die nicht kennt und rein gar nichts und jetzt erkennt sie sie sofort und ist nicht geschockt? Okay, interessant. Also irgendwie, da ist doch was im Argen. Mein Detektor für, dass irgendwas wieder fake ist, direkt wieder an. Bleiben wir aber mal gespannt, weil das ganze Lagerfeuer sehen wir natürlich erst in der dritten Folge, weil in der zweiten wäre es doch viel zu früh. Und ja, schauen dann mal, was da alles passiert und wie sie reagieren werden. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten schreibt mir Gedanken in die Kommentare. Ihr könnt auf andere Sachen draufklicken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.